Ja, hallo und ein herzlich willkommen zurück bei Landwirtschaftssimulator 2017 und wieder mal dabei ist der Smoker Servus. und der Sander. Moinsen. Mundern froh geht's weiter. Oh, ich hole da mal die Gewichte und bring die mal zu euch auf dem Hof, weil die Höhle ist ja ohne Frontgewicht ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Was die sind, Ja, also die waren ein bisschen buggy und deswegen mussten wir den rausnehmen. Die haben ein paar Fehler gemacht. Samt, Ja, wir haben aber schon einen guten Ersatz. ja. Hat wer Lust, mit dem Zug zu fahren? Nein. Wieso? Bei Memphis Müll gibt's meiste für die Sojabohnen. Ja, müssen wir dann nur noch beladen, oder? Ja, ich fahre ja hin und einer müsste dann mit dem Zug. Und lässt hier einen Motor laufen. Und zu mir sagen, ich soll ja mal Motor ausmachen, Wer? okay? Ja, du! Ja, wenn du mich umgekippt hast. Ja, hallo? Hi. So, umgekippt steht doch. Wieso ich hier schon wieder? Also ich glaube, das mit dem langsamen Anfahren vom Drive Control Mod müssen wir irgendwann wieder rausnehmen. Das nervt. Ja, da muss ich Nervt kommen. total. Dann. Ja, manchmal ist es gar nicht so schlecht. Ja, manchmal, aber Habe ich die Ziege naja. draußen? Nee. Welcher Zoo ist denn das? Ne, der andere Zoo. Ja. Kann ich schon was reinfüllen? Das ist auch eine doofe Frage. Du siehst, dass ich gerade erst mal angefahren bin. Nö. Jetzt ja. Bist du vorbeigefahren? Wisst ihr, was das Schöne ist? An den Gewichten? An den neuen? Ich kann 6 Stück auf einmal mitbringen. Zu sechs, wir brauchen keinen Sechser. Och, lieber zu viel als zu wenig. Ich meine, wir brauchen je eins für den Hüli. Für den Hüli. Und dann noch ein paar als Reserve. Dann haben wir auch mal. Ja. So kann ich jetzt Ja, füllen. also Ja. von den Glasgewichten hatten wir auch 5 Stück. Aber denk dran, Roh, es kommt gleich noch eine Fore, ne? Hast du noch was in Silo? Oh, Natürlich. noch mal ein. Wie passt ein bei dir? Weiß ich jetzt nicht. Na, warte, werde ich ja gleich sehen. Dein Anhänger war ja am Ende fallen, ne? Ja. Ja, gut, kriegst du mit einmal weg. Wow. Gut, okay, dann warte ich doch noch ein bisschen. Weil ich wollte nämlich gerade anfahren. Boah, kann er trotzdem schon mal losfahren, weil bist du angefahren bis ins Weihnachten. Nee, nee. Dann sinkt aber der Preis. Gut, ich warte noch ein bisschen. Lässt sich doof machen mit Dolly hinten am LKW. So, Warte. dann nimm, pack mal einen runter. Warte. Der braucht eine Weile, bis er in den Rückwärtsgang schaltet. Setz doch erst einfach. Armer Arsch. Setz doch erstmal einmal ab. Gut. Hast du Vorne muss doch. er dran. Schnarch. Oh, halt. Ah, geht, funktioniert, okay. Im Drescher ist ja auch noch Sojabohnen drin. Da kannst du ja den auch gleich erklären. Jo, Silo ist jetzt leer mit Sojabohnen. Schnarch. Ui. Mal ein bisschen Gewicht hinzuschalten. Flip, flip, Lamaschig. flip, flip, flip. So. Maximales Gewicht. Den anderen. Oh, jetzt bin ich auf dem Weg wieder zum Zug. Ach nee, verkehrt rum. Oh. Zum Glück gehörten die Felder nie uns.
Du kannst so schön abkürzen. Noch. Noch. Genau. So. Die zwei Hüllis sind für den Fall beladen. Ist aber doch nix. Du meinst wohl eher wieder voll bestückt. Auch. Oh, doch. Ah, super. Hast du gleich alles, hast du die andere Maschine auch gleich entleert jetzt? Oder ja. Musst du die noch machen? Nein, die ist auch leer. Die ist auch leer. Also ist jetzt kein voller Hänger. Ja, gut. Wow. Sind 38.000 noch was gewesen. Okay. Jetzt am Entladen. Bin an Fallmer. Kann ich Maschine schon mal anmachen? Jo, no. Hab entladen. Ich lade noch voll. Was heißt voll? So viel wie da ist. Ich glaube, in so einen Anhänger passen 140.000 rein. Das ist eigentlich auch schon keine Menge. Oh. Also wir haben jetzt ja 97.452. Läuft. So. Einmal hupen hier. Bei Innenperspektive. Ui. Also innen drin ist der Zug leiser. Ja, aber siehst du kaum was. Ja, das auch. Wusste ja auch nicht. Was ist, wenn du mal nach links abbiegen wirst? Kann irgendwas stoppen. Nach links abbiegen. Das geht glaube ich nicht bei dem Zug. Das glaube ich bei GTA. Den Zug kannst du auch nicht stoppen. Ich wollte gerade sagen, das ist so wie bei dem Zug bei GTA. Den kann auch so gut wie nichts stoppen. Zumindest nichts, was ohne Mod im Spiel enthalten ist. Ich Geld. Jawoll. 327. Das war's schon? Ja. Schade, ja. Schade. Ja, mal hin. Haben wir schon wieder gut was an Kohle? Hast die Gewichte jetzt schon auf dem Hof, Wander? Die sind schon keine Hüllis. Und wisst ihr was? Ah. Wir können uns den JCB Brute leisten. Soll ich? Was wollen wir jetzt mit dem? Wir wollten uns doch noch einen Schlepper holen. Oder einfach nicht. Was hat denn der für Leistung? Ja, was hat denn der für Leistung? 650 PS. Das ist eine Kampfsau vom Feinsten. Oh, ich glaube, Gewicht vorne dran ist noch zu wenig. Da ist er bei den Hüllis. Doch, reicht. Was ich sage. Bin zu weit gefahren. Also, ich würde sagen, ein Gewicht reicht. Ne. Nicht? Ne. So. Wieso, der erste wird auf wenigstens auf vier Rädern. Hast du auch alle Zusatzgewichte zugeschaltet? Bei den einen habe ich schon gemacht. Nee, ich meinte Smoker jetzt. Oh. Jetzt sitzt der ordentlich auf. Vorne wie hinten. Da randaliert einer. Ich müsste mal die Zeit verspulen. Wäre ein taktischer Vorteil. Okay.
mal kurz warten. Ich glaube, ich kann noch mal. Oh, der hat einen Bremsweg. Nee. Ja, das ist jetzt die Frage. Holen wir uns den Dicken jetzt oder holen wir uns den jetzt nicht? Warte mal, wie sieht denn aus, wie viel Saatgut oder wie viele Dinger haben wir noch? Dinger haben wir. Recht viel. Saatgut haben wir, Dinger haben wir. Den Anhänger hast du auch schon gekauft, ne? Welchen Anhänger? Du wolltest nicht irgendwie einen Anhänger? Ach, das nicht gesagt? Die Düngeranhänger oder was? Nee, er meint den Flachbettanhänger, aber den brauchen wir ja erstmal auch noch nicht, weil noch ist ja nicht so viel Wolle da, dass wir sie verkaufen können. Also später verkaufen? Ja, also bis jetzt haben wir noch nur zwei Paletten, das bringt noch nicht sehr viel. Das lohnt sich kaum. Weiß ich nicht, ob man die kaufen will oder nicht. Also ich würde mir den schon gerne wünschen. Allein schon, weil wir dann damit einen 650 PS Trecker hätten. Smoker, was meinst du? Na, für die Felder bräuchte man auf jeden Fall was Leistungsstarkes. Ach, ich hab vergessen zu scheiden. Wie viel kostet der? 324.000 mit allen Extras. Mit allen Extras, also so wie du ihn kaufen würdest. Genau, so wie ich ihn mir wünsche. Na gut, wir kriegen ja jetzt wieder Geld hier rein. Schwierig. Ja, so, wir brauchen auf jeden Fall auch noch die zwei Düngeranhänger. Ja, die brauchen wir auch noch. Na gut, Na gut, wir kriegen ja jetzt dann durch den Ertrag auch wieder ein bisschen Knete. Ja. Ach komm, wir kaufen und fertig. Na gut. Wir kriegen das schon hin. Also jetzt der neue Schlepper. Ja, jetzt haben wir jetzt. Ja. Oh schön. Ja, Fall hat gerade gekauft, hat man gemerkt. Ja. Kleines bisschen gezuckelt. Ja. Jetzt hat's Sommer bei mir geleckt. Ja. Bei dir auch? Ja. Zahn, was hast du gemacht? Ich hab noch so einen Universaltank dazu geholt. Klein. Ganz klein. 2000 Liter. Für was? Für Wasser? Haben wir schon. Ja, aber der kann jetzt auch noch Milch und alles andere. Hm. Na, für Milch kommt da sowieso noch ein anderer Anhänger. Das machen wir doch farbig. Erstens das und zweitens. Ja. Ja. Und zweitens, hättest du uns auch mal fragen können. Er ist doch einfach schöner. Ja, aber guck mal auf dem Geld. Und, Das war vorher auch schon wenig. Ach, Sander. Ah, du machst gerade Feld 14? Ich mach Feld 14, Feld 15 ist fertig. Ja, hab ich auch gerade gemacht. Was, Feld 15? Nee, Feld 12. Ja, Feld 12 hast du gemacht, ja. Dann also sind wir hier oben fertig, fehlt nur noch die 16. Dann machst du jetzt zur 16 hinter. Ja. Jetzt sieht man es ja noch. Ja, noch. Hallo. Hi. Ich mit dem Ding vorbeigeflogen komme. Njung. Dann fahr mal bei mir vorbei, damit die Zuschauer auch mal sehen. Feld 14. Noch da hinten bist du. Der hatte jetzt wie viel PS?
650. 650, ja. Dieses langsam anfahren, das tiltet mich total. Das ist sehr ungewohnt. Ja, das ist ungewohnt, aber man gewöhnt sich dran. Ja, dass man erstmal 20 Jahre braucht, bis man überhaupt losgefahren ist. Da bist du. Wow! Was hast du denn? Du einen Tank hast du? Ja. Nach der 2000. Vielleicht solltest du den hier mal als Frontgewicht benutzen. Nee. Warum ist die Klappe offen? Weil du da ranfährst. Was? Ja. Das Ding hier, das kann aber nur Trockendünger laden. Und ich habe gerade Wasser drin. Was willst du mit Wasser mit deinem Düngerstreuer? Hä? Zeit flüssig machen. Jo. Flüssigdünger Marke Eigenbau. Man nehme Trockendünger, kippe 5 Liter Wasser rein und hast du Flüssigdünger. Ach, so funktioniert das also. Aha, interessant. Ah. Wow. So, fahr jetzt auf Feld 23. Alter. Ich dachte, ich springe jetzt in die Schafweide rein. Nein, mach das nicht. Gib sonst keine Wolle mehr. Keine Absicht gewesen. Ja, stimmt, wenn ich die mit den extra dicken Reifen plattwalze, das wäre scheiße gewesen. Ja, übrigens. Jo. Was hätte Lammkotelett nicht mehr? Springt mal schnell in den Fasttrack, ich will euch was zeigen. Geht nicht. Muss gehen. Nein, ich dinge gerade. Dünge später. Nein, geht nicht. Machen wir in der nächsten Folge. Genau. Was wir euch schon mal sagen können, frohes neues Jahr, ne? Ach so, ja, auch. Ja. Hast du ganz vergessen, Roro? Das war jetzt, ich glaube, durch die. Ja. Na, frohes na? Neues. Lieber zu spät als nie. Oder? Ja. Oh, auf jeden Fall euch allen frohes neues Jahr. Hoffentlich seid ihr gut reingerutscht. Ohne Komplikationen. Oh, ich hab's doch nochmal zwei von vorne. Nochmal vorne, okay. Ja. Ey, wir sehen uns schon wieder fast zum Folgenende, ja. Junge. Wir machen jetzt schon ein bisschen länger. Das geht schnell, ne? Das ist wie langsam du arbeitest. Na, ich bin so schnell, ich bin jetzt schon auf Feld 25. Ja, ich bin so schnell, ich habe schon wieder auf Feld 23 gleich fertig. Alter, was ist denn jetzt schon wieder? Was zum Teufel? Oh, geht schon schön schnell jetzt mit zwei Düngestreuer. Das Drive-Control müssen wir gleich auf jeden Fall überarbeiten. Warum? Ganz einfach, ich habe irgendwie eine Lenksperre drin gehabt gerade. Dann drück mal M. Das heißt, Dann drück mal M. Heißt, der drückst was? Du mal M? M! M wie Ludwig. Hm? M wie Müll. Ja, M wie Müll, genau. Für ein Müll, ey. Frage, wer braucht sowas? Wo hast du ja angefangen? Schon wieder. Smoker und Bell, hä? Was denn? Hast du auf der anderen Seite angefangen? Hinten ja, hast du angefangen? Ja. Das muss auf jeden Fall raus. Ich kann so nämlich den Frontlader nicht mehr benutzen. Von dem kleinen JCB. Jedes Mal, wenn ich M drücke, ist diese bescheuerte Lenkradsperre drin. Wieso drückst du auf M?
Weil ich damit die Schaufel bewege. Hä? Mit M? Ja. Okay. J, K, M und N. Das sind die Tasten, mit der die Schaufel bewegt werden. Und die habe ich mir auf den Joystick gelegt. Aha, ich mache das alles mit der Maus, aber okay. Ach, deswegen ruckelst du so. Hä? Hey. Erstmal Licht machen hier. Und wir sind ja am Folgenende. Schon? Ja. Sind wir schon wieder viel zu schnell hier? Ja, es geht alles viel zu schnell. Dann machen wir schon 20 Minuten Folgen, ey. Ja, aber trotzdem ist es hier viel zu schnell. Ja. Das ist, ja. Da kann man so oft auf die Uhr gucken, 20 Minuten bleiben immer noch 20 Minuten. Ja. Aber naja. Gut. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, dann macht ein Like oder schreibt jetzt Kommentare oder abonniert uns, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Würde uns freuen. Das war's mit heute. Bis denn dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Das alte Interactive Control hat mir irgendwie besser gefallen. Drive Control.